Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir programmieren ja nach wie vor C-Sharp und wir haben ja beim letzten Mal haben wir programmiert so einen Rechner, wo wir eine Eingabe gemacht haben mit zwei verschiedenen Zahlen und so weiter und die haben wir einfach zusammengezählt. Und jetzt muss man sagen, eigentlich wäre es ja nett, wenn man sich aussuchen können, was man mit den Zahlen machen können. Plus, Minus, was auch immer, irgendeine Operation, wenn wir uns das auch aussuchen könnten. Nicht nur zwei Zahlen eingeben und die werden nachher automatisch addiert. Nein, wir wollen heute etwas eingeben, ne? Was wir mit den zwei Zahlen machen wollen. Warum mal Subtraktion und Addition, zumindest das. Gut, ich habe da schon das Programm offen, was wir das letzte Mal geschrieben haben, wie wir programmiert haben und das war das. Und jetzt, wir geben zwei Zahlen ein. Ne? Gut, und dann würde ich sagen, wir wollen jetzt auch eingeben, was wir machen wollen. Ja, also wir schreiben jetzt noch console write-line. Wählen Sie eine Option. Dux. Ja. Fürs Addieren nehmen wir Plus. Ist ja logisch. Das sind keine Punkte. Punkte will ich. Addition. Minus. Subtraktion. Und jetzt wollen wir eigentlich nicht wieder eine Readline machen. Ich will wirklich nur eine Taste. Ich will nur eine Taste, ja, und diese Taste liefert ja ein Zeichen zurück. Wir haben einen Datentyp kennengelernt, der heißt Character, Char, ja, Character, und der hat gesagt, ja, okay, da ist halt eine Taste drin. Ja. Also werden wir da oben eine Variable anlegen, mit einem Char, und die nenne ich Operation. Da ist drin, welche Operation wir, was würde da? Nicht verwendete Variable, das wird sich nur ändern. Ja. So, jetzt lesen wir praktisch, pass auf, diese Operation ist gleich, ja, und jetzt machen wir console.read, schau, da schlägt er schon vor, read key, das werden wir verwenden, read key, das klingt doch gut, Stichpunkt, back. Schaut nicht so gut aus, muss ich sagen, weil dieses ReadKey, schau, das ReadKey ist unterwählt. Das liefert nämlich nicht den Unicode zurück, ja, dieses ReadKey, sondern es liefert noch viel mehr zurück. Das liefert eine ganze Datenstruktur zurück. Das liefert zurück, zum Beispiel, welche Tastenstrukturen ist, ob Shift callen wird, ob Steuerung callen, Modifiers liefert das zurück, ja. Aber zum Glück auch unter anderem den Unicode. Ja, das müssen wir aber darauf zugreifen. Wenn wir in so eine Datenstruktur hinein wollen, da können wir wieder einen Punktel machen und da sehen wir, hey, schau, da gibt's Modifiers, da gibt's Key und GetType und du, aber es gibt auch zum Glück ein Keychar. Okay? Keychar, auf das greifen wir zu. Auf einmal ist es nicht mehr unterwählt. Da drinnen ist der Unicode, also das Character Code für die Taste, die gedrückt worden ist. Ja? Wie gesagt, unter Modifiers zum Beispiel ist drin, ob umschalten, also Shift gedrückt ist, Steuerung gedrückt ist, Alt gedrückt ist und sowas, ja. Dann, aber jetzt wollen wir einfach nur mal das Zeichen auslesen und das war's. Gut. Was machen wir nun? Ja, jetzt müssen wir unterscheiden. Jetzt müssen wir unterscheiden. Jetzt wissen wir, was zum Tun ist. Ja, und jetzt, wenn das ein Plus ist, dann addieren wir. Wenn das ein Minus ist, dann subtrahieren wir. Gut. Wenn heißt auf Englisch if. Ja, also der Befehl heißt if, den ich verwenden will. If. So schaut das aus. Und dann mache ich Klammer auf, Klammer zu. Ja. Und da drinnen steht eine Bedingung. Ja. Also ich kann zum Beispiel schreiben, Operation, das ist das, was ich gerade eingelesen habe,
ist gleich, das ist der Gleichheitsoperator, haben wir gehört, gell? 2 ist gleich, ja? Und welches Zeichen? Plus. Ein einzelnes Zeichen, ein einzelnes Charakter schreibt man in einfachen Anführungszeichen, Achtung, gell? Und ein doppeltes Anführungszeichen kennzeichnet eine Zeichenkette. Ich habe hier nur ein einfaches Zeichen, also muss ich es auch mit einem einfachen Zeichen vergleichen. Also da steht jetzt, if Operation ist gleich, wenn ich ein Plus eingegeben habe, ja, dann soll sein, das Ergebnis genau das. Ja, logischer Weg. Das soll das Ergebnis sein. Ja. Dann, else, ja, wenn das nicht war, das else kann ich weglassen auch. Das else kann ich weglassen auch. Ja. Ich könnte zum Beispiel jetzt schreiben, so, ja, if Operation, jetzt habe ich was weggelöscht, gescheit wie ich bin, minus, Ergebnis gleich, minus. Ja. Geht. Ja. Ist aber nicht jetzt ultimativ schön, weil nämlich, was ist, manchmal funktioniert das so nicht und dann kann man schreiben da unten noch else, ja, und das so reinschreiben. Ja. Ist auch nicht schön, gefällt mir auch nicht. Ja. Warum ist das nicht schön? Es funktioniert. Dahinter, das if hat nur eine Zahl, ja, es hat nur einen Befehl. Ja. Wenn ich da mehrere Befehle reinschreiben will, also zum Beispiel jetzt denken wir if Operation gleich plus, ja, dann möchte ich nur irgendwas dazu schreiben. Das geht so nicht. Ja. Deswegen, üblicherweise macht man so eine geschwungene Klammer auf und auch eine geschwungene Klammer zu wieder. Das macht so einen Block. Ja. Das ist praktisch für das if jetzt wie ein einzelner Befehl. Das kann viele verschiedene Befehle beinhalten und jetzt kann ich das da unten erweitern und kann zum Beispiel schreiben console.writeLine. Ich addiere und erhalte. Das ist richtig, auch noch schreibe, sind alle glücklich, auch die Deutschlehrer. Ich addiere und erhalte. Ja, zum Beispiel könnte ich reinschreiben. Ja. Und dann mache ich else. Zack, zack. So stelle ich mir das vor. Ja. Schön Block. Da unten schreibe ich noch nichts. Und jetzt, weil ich das eben in geschwungenen Klammern gesetzt habe, kann ich subtrahiere. Okay. Jetzt kann ich das in so einem Block, also sowas da, ist ein Block, ja, mit geschwungenen Klammern, das fasst viele verschiedene Zeilen praktisch zu einem Befehl zusammen. Logisch zusammenfassen. Ja. Wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Variable definiere, kann ich auch, in jedem Block kann ich Variablen definieren und das haben wir ja schon mal erwähnt, dass das nur in dem Block auf der Ebene oder darunter gilt. Ja, das heißt, wenn ich da eine Variable definiere, gilt die nur darin und da draußen, da unten kenne ich es gar nicht mehr, weil es ist ja da drin gewesen. Okay? Das ist vielleicht für die Variablengültigkeit noch drinnen. So, jetzt haben wir also Plus und Minus gerechnet und jetzt, wie mache ich das da? Ja, wie mache ich das hier? Ja, weil jetzt muss ich praktisch die Rechnung anschreiben. Ja. Gut, pass auf, da mache ich jetzt kein Plus, sondern sage einfach Operation. Dann nehme ich dieses Zeichen. Dann nehme ich dieses Zeichen einfach her. Ja. Und dann, ich gebe es noch einmal aus. Das ist vielleicht auch ganz nett. So schaut es ganz gut aus, finde ich. Dann nehme ich das noch weg. Was will er? Aha, eine nicht zugewiesene. Ach, schau, jetzt ist diese Farbe unterwählt. Was ist denn das unterwählt? Da steht
Verwendung der nicht zugewiesenen Variable Ergebnis. Nicht zugewiesen. Warum ist das? Weil er sagt, hey, pass auf, if, da komme ich rein, da komme ich vielleicht hinein, ja, da komme ich vielleicht hinein, aber nicht sicher, es ist nicht sicher. Was ist, wenn ich zum Beispiel einen Schrägstrich reinschreibe? Ja? Dann kommen wir auch durch, aber wir machen gar nichts. Dann ist das Ergebnis undefiniert, das lässt er gar nicht zu. Sagt er, hey, ist ein Fehler, das Ergebnis ist ja nicht definiert. Deswegen können wir das da oben schon mit einem Default-Wert belegen, bei der Variable-Definition, das geht nämlich auch. So, gleich, pass auf, da ist die Variable-Ergebnis, initialisieren mit 0 bitte. Passt. Ja? Und jetzt, schau, weg. Ja? Jetzt hat nämlich das Ergebnis auf alle Fälle einen Wert, egal. Also, weil wir in die Ifs jetzt drinnen sind und in der If nicht unbedingt hineinkommen müssen, ist das unterwählt worden. Und jetzt, eigentlich, muss ich sagen, wenn man das, wird das schon funktionieren, hoffe ich doch. Ich probiere es einfach aus. Übersetzen. Ja, erste Zahl 12, zweite Zahl 14, Operation plus 26. Schau, ich addiere und erhalte, alles richtig. Ja, passt. Probieren wir es nochmal. Zack. Erste Zahl 12, zweite Zahl 14 und jetzt subtrahiere ich, jetzt gebe ich ein Minus ein, pack, Minus 2. Es funktioniert also, ja, es funktioniert. If-Statement, so funktioniert das. If-Else, else muss nicht sein. Bitte gewöhnt euch das an, da immer mit diesen da zu werken. Es macht es ein bisschen länger, ja. Aber wenn ich es später erweitern will, ist es 101, viel übersichtlicher und so weiter. Der Code ist einfach überblicksartiger. Also ist einfach, kann man besser verarbeiten. Und jetzt sehen wir schon da, if und so weiter, das wird ja ganz schön lange. Ich meine, was ist, wenn wir nicht nur Subtraktion, Addition, was ist, wenn wir Modulo noch machen wollen, Division, Multiplikation und so weiter, da kommt schon if, und da geht's dahin. Deswegen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie man genau solche Abfragen, manche Programmiersprachen haben wir else if oder so irgendwas, ja, und C-Sharp hat ein Switch. Ja. Was bei dem Switch, wie man das Switch einsetzt, das werden wir in nächsten Videos uns anschauen. Ja. Also heute haben wir das if gemacht. Ich hoffe, das ist klar geworden, wie man das einsetzt. Ja. Nächstes Video, dann Switch. Ja, wenn wir nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.